Willkommen zurück im herrlichen Final Fantasy 3. Ich bin, ich war unterwegs, um Sid zu suchen und der war an dieser Stelle. Ich musste ein bisschen mit dem Boot rumcruisen, um wieder diese, Dörfer zu finden, wo wir ganz am Anfang waren. Ich wusste nicht mehr, in welcher Ecke der Karte das war und wollte nicht am Ende des Parts so ziellos durch die Gegend irren. Jetzt sind wir direkt da, also gehen wir doch mal hin nach Kanaan. Genau da, wo auch zuletzt gesagt wurde, dass Sid da ja sein soll. War der nicht in irgendeinem Haus? Hier, was ist mit ihr eigentlich? Müsste es ihr nicht besser gehen? Was? Dash im Turm des Ofen? Er wird bestimmt bald zurückkommen. Oh, Dash, mein Geliebter, bitte komm wieder heil zu mir zurück. Ja, Dash, der ist da ja immer noch. Warte, vielleicht weiter hinten? Nee. Nee. Ja. Wo ist denn hier der Sid? Der ist doch nicht im Einkaufsladen. Der war in irgendeinem Haus. Ist der hier? Nee, da kann man sich heilen. Oder wiederbeleben. Da ist Rüstung. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das Häuschen. Hier, da ist er doch. Das Rad der Zeit. Ihr habt also mit König Argus gesprochen. Dann geht's jetzt an die Arbeit. Ich werde die Enterprise mal ein bisschen aufmotzen. Yeah. Motz die Enterprise auf. Fertig. Drücke Return, um die Enterprise in ein Luftschiff zu verwandeln. Denk aber daran, dass man nur im Meer landen kann. Das war schließlich ursprünglich ein Seeschiff und kein Luftschiff. Jetzt könnt ihr den schwebenden Kontinent verlassen und in eure eigene Welt zurückkehren. Unsere eigene Welt? Was meinst du damit? Tja, es wird wohl Zeit, dass ich euch die Wahrheit sage. Ihr vier und ich, wir sind nicht aus dieser Welt. Nicht vom schwebenden Kontinent, meine ich. Oha. Vor 10 Jahren schipperte ich mit einer ganzen Ladung Passagiere in meinem Luftschiff dahin. Es war ein Tag wie jeder andere, bis das Schiff plötzlich in undurchdringliche Dunkelheit gehüllt war. Und dann bestand mein Luftschiff nur noch aus Trümmern. Wir waren abgestürzt. Alles brannte, wo ich auch hinschaute. Außer mir habt nur ihr den Absturz überlebt. Aber daran erinnert ihr euch bestimmt nicht. Ihr wart ja damals noch kleine, niedliche Babys. Ich weiß nicht, was mit unserer Welt passiert ist, nachdem die Dunkelheit kam. Ihr müsst gehen und es herausfinden. Ihr seid die Krieger des Lichts. Ihr werdet das schon hinkriegen. Ja, das war ein nettes Gespräch. Was hast du? Seid vorsichtig, hört ihr? Gut, dann gehen wir mal einfach wieder. Ja. Müssen wir uns heilen? Ach so, hier kann man sich wiederbeleben. Nicht heilen. Das war dann auf der Seite, oder... Oder wie oder was? Sind hier eigentlich noch coole, starke Zauber und Sachen? Ich glaube eher nicht, weil... Eher nicht halt. Aber wir können mal ein paar, genau, Pfeile kaufen. Brauchen wir immer. So, Mocknet vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, ob da eine neue Nachricht ist. Nö. Dann gehen wir mal und schauen, schau mal, was jetzt passiert. Wie mache ich das denn jetzt? Dem Enter. Yeah! Wir können fliegen! Fliegen über... So. Alles Mögliche. Was ist denn hier mit dem Turm des Ofen eigentlich? Und wo geht's jetzt hin? Dahin, wo es mit dem Schiff nicht hinging. Moment, dann können wir doch auch mal diesen komischen... Was? Ach nee, wir können nicht übers Gebirge... Weil ich mich gefragt habe, ob wir jetzt mal zu diesem Wal kommen könnten. Dieser, wisst ihr? Aber ich glaube, der ist ja zwischen dem Gebirge. Müssen wir mal ein bisschen westlich nochmal fliegen. Dülülülü. Da waren wir auch. Und hier irgendwo war ja der... Naja gut, dann nicht.
Wo ist der Wal? Der Wal, der Wal. Bin verwirrt. Ist auf jeden Fall cool. Wir können jetzt hier durch die Gegend flattern. Aber wir kommen halt nicht irgendwie übers Gebirge. Oder geht das auch höher? Kann ich da... Nee. Wir können aber nicht höher oder tiefer, ne? Schade. Dann gehen wir mal weg hier. Wir fliegen mal woanders hin. Oh, wir fliegen tatsächlich ganz woanders hin. Ah, was ist das für eine Wolke? Sie scheint meine Stärke aufzusaugen. Haltet euch fest, wir müssen die Oberflächenwelt erreichen, denn dort liegt des Rätsels Lösung. Hoffentlich sind sie gut angekommen. Krieger des Lichts, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Oh, dramatisch. Wir haben es geschafft. Ist das die Oberfläche? Sie ist so weitläufig. Ah, oh, das ist aber voll schön. Und jetzt... Oh. So. Ach so. Dann können wir hier in diesen Strudel rein oder sonst wohin, bis wir zur nächsten Welt kommen. Ich fliege einfach mal geradeaus und gucke, was kommt. Aber voll schön. Mit der Musik so. Über den schwebenden Wolken. Vielleicht muss man in diesen dunklen Flecken irgendwie folgen. Ich folge den dunklen Flecken. Kommt da auch noch mal was oder fliege ich hier total falsch? Gehe ich mal ein bisschen nach rechts. Nicht mal immer nach oben, vielleicht war das falsch. Huhu! Ist hier irgendwo Land? Oder nicht? Oh, hier! Oh, was haben wir denn hier entdeckt? Ein Eiskontinent? Den wir aber irgendwie nichts machen können, ne? Können wir hier aussteigen? Nee? Ach, das Ding kann ja nur im Wasser landen, ne? Aber irre. Ein Eiskontinent. Nur können wir mit dem leider gerade nichts anfangen. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Da, was haben wir denn hier? Ach, das ist doch unsere Welt, oder? Das ist doch unser Dover-Kontinent. Jetzt habe ich unseren Kontinent wieder gefunden. Das ist ja auch doof. Ist das dann wie eine Kugel hier, dass ich immer im Kreis fliege und dann wieder unseren Kontinent gleich wiederfinde? Oder wo muss ich hin? Immerhin haben wir die Eiswelt schon mal gefunden gehabt. Es gibt bestimmt später eine Möglichkeit, dass man auch so über Gebirge kommt oder so. Dann kann man nämlich auch diese Höhlen erforschen, wo man auf unserem Kontinent gar nicht hinkam. Tja. Aber im Moment sieht es irgendwie nicht so toll aus. Hallo, ich suche Land. Kann man hier einfach landen? Ah, man kann hier auch schwimmen. So. Dann kann man doch hier auch aussteigen, oder?
Wenn ich jetzt hier runtergehe, vielleicht können wir dann auch irgendwie hier einmal nochmal rum. Ist das ja das Einzige, was man finden kann. Ich gehe mal zu dieser Stelle, wo man bisher besser aussteigen kann, wo ein bisschen mehr Land war. Oder ist das ein anderer Eiskontinent hier gerade? Hier? Da ist doch Platz. Nein, bleib mal da unten. Moment mal, da vorne ist noch ein bisschen Wald. Ist das irgendwie ein anderer? Hier, das sieht doch ganz anders aus. Da kann man doch rein. Ja, hey. Huh, wo sind wir denn? Wassertempel. Moment mal, ich will mal kurz speichern. Ich weiß ja nicht, wo wir hier sind. Man weiß ja nie. Toll, ein Wassertempel. Irre. Was haben wir hier? Vielleicht finden wir hier Geheimnisse. Kann man sich heilen? Nee. Der Kristallsplitter wird von einer unsichtbaren Kraft beschützt. Und was mache ich dann? Kriege ich ein andermal? Oh mein No. Aber voll toll, ein Wassertempel. Ich meine, ne? Ist doch toll. Nur leider können wir nicht viel anfangen. Dann gehen wir mal in die Höhle. Das haben wir auch noch zur Auswahl. Höhle der Gezeiten. Gucken, was wir hier finden. Auf jeden Fall neue Monster, mit denen wir kämpfen dürfen. Die Tür ist fest verschlossen. Ah, jetzt musste ich leider niesen, Entschuldigung. Können wir hier irgendwas machen? Ach, außer kämpfen, meine ich. Oh, cool, aber neue Monster und neues Setting und ich stehe auf sowas. So, wir greifen mal erstmal normal an. Warum? Weil wir dadurch immer so ein bisschen Energie sparen. An Zauberkraft. Deswegen mache ich das. Und immer wenn die Gegner zu stark einfach sind, dann ja, kann man ja immer noch Magie nehmen. Sind auf jeden Fall nicht gerade schwach. So, dann machen wir da mal Feuer drauf. Du greifst an, du auch. Und du machst Vita. Ihn. Okay. Ich hätte jetzt fast vermutet, dass das Ding mit den zwei Köpfen halt, ja. Hier gibt es doch bestimmt was, was man machen muss. Also ich glaube, dass wir mit dem Kristall bestimmt die Tür öffnen können später, aber trotzdem blöd, dass man jetzt hier nichts machen kann. Ja, was ich sagen wollte, das Monster mit den zwei Köpfen hier, ich dachte jetzt, der macht vielleicht zwei verschiedene Angriffe oder ist so immun gegen das eine und so, weil er zwei Köpfe hat und ja, ist auch egal. Oh, das war nicht so toll. Vielleicht Feuer eher? Du kannst schon wieder nicht... Ach, weil das ein Weißzauber ist. Aber du kannst doch beides, sagst du. Ach, ich bin noch nicht Stufe genug, ne? Jetzt verstehe ich schon wieder. Als Gelehrter ist er einfach noch nicht in der Stufe, dass er jetzt wieder Vitra zaubern kann. Vorher ging das natürlich. Vielleicht sollte ich ihn wieder mal zum Schwarzmagier machen oder so. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass er beides kann. Also, dass er jetzt halt Weiß- und Schwarzmagie eigentlich kann. Aber naja.
Du doofer Frosch. Hat ganz schön viel eingesteckt, der Frosch. Juhu, genau. Schön, dass eure Berufsstufen steigen. Richtig so, weil dann könnt ihr auch besser zaubern und kämpfen und alles. Ach, das ist ja ärgerlich hier mit der Höhle. Wieso wurde ich gerade angegriffen? Weil ich da vorne war. Warum? Hä? Wie komisch. Das hat gerade so zick gemacht. Das war komisch. Okay, es ist ein Wassertempel. Ich gehe dann schon wieder. Was passiert mit uns hier? Geh mal hier in die Wälder und kämpf mal hier. Schon wieder. Was ist denn los hier? Ach, er ist hier voll angeschlagen und so. Wie können wir ihm denn mal helfen? Woher weiß ich denn, was gerade los ist mit ihm? Steht hier irgendwie, was gerade los ist mit ihm, mit seinem toten Kopf? Können wir da irgendwas machen? Er ist ja nicht zu Stein oder so. Wir können ihn höchstens später wiederbeleben. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir tun können. Ja, der ist voll angeschlagen. Das ist ja doof. Hä? Ja, unser Lunes, der Arme. Der ist irgendwie zu Tode geweiht. Der muss sterben anscheinend. Also ich glaube, das Fliegen geht doch schneller, oder? Und sehen tun wir dann doch die ganzen Welten genug, oder nicht? Es wird bestimmt noch mehr geben hier. Kann ja nicht der einzige Kontinent sein, dieser Wassertempel, wo man nichts machen kann. Wüsste aber auch nicht gerade, was man machen kann, damit man später diesen Stein kriegt oder diese Barriere aufhebt. Ich gehe mal in meine Items. Vielleicht habe ich ja auch von diesen wichtigen Sachen mit der Kraft des Windes Kristallsplitter mit der Kraft des Wassers. Hätte man das da benutzen können? Ich weiß nicht. Vielleicht kann man ja den Zahn des Wassers da benutzen. Bei dieser Höhle. Das muss ich nochmal gucken. Wenn das Quatsch ist, dann... Ja, ich suche erstmal nochmal weiter. Vielleicht gibt es ja noch andere Welten, Sachen, Ländereien, was auch immer, die man hier finden kann. Und wenn ich einfach nichts finde, dann müssen wir halt nochmal zum Tempel. Ja. Und vielleicht kann ich da ja doch was einsetzen. So, dass man diesen Wasserstein kriegt oder so. Dann könnte man damit die Tür öffnen und ja, weiter geht's. Oder es ist halt nur so ein kleines Extra. Und die Hauptquest geht eigentlich hier irgendwo anders weiter. Mal so nach oben rechts. War auch noch nicht hingeflogen. Das verwirrt mich natürlich. Hätte ich das mal ausprobiert, als ich gerade davor stand. Aber jetzt sind wir halt schon unterwegs. Dann kann ich auch noch weiter suchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier so Final Fantasy-mäßig typische versteckte Geschichten noch gibt. Aber ich bin auch unsicher, weil ich so wenig finde. Ja, hier haben wir wieder unseren Kontinent. Das ist ja lustig. Geh mal nach oben rechts. Von unserem Kontinent aus gesehen sind wir da noch nicht direkt hingeflogen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob man eher schwimmen soll, weil er... Das weiß ich nicht. Müsste man doch von beiden sehen, oder? Wenn man fliegt und schwimmt. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied gerade.
Nicht, dass ich die ganze Zeit Sachen übersehe, weil ich fliege, aber ich glaube, man soll fliegen. Für mich sehen das halt auch eher so aus, wie weiß ich nicht, wie Wolken. Was ist das denn? Huch? Hä? Geh mal runter. Nee, geh wieder runter. Ja, okay, soll nicht sein. Können wir den irgendwie... Was sollen wir denn damit machen hier? Kann ich nichts machen hier mit dem Zipfel? Wie irre. Steht denn das Ding hier auf einmal? Ich kann nichts tun. Ist doch doof. Vielleicht leuchtet der irgendwann und dann muss man da nochmal hin. Vielleicht können wir nur jetzt nichts damit anfangen. Na gut, eine Chance gebe ich euch noch. Dass ich weiter suche hier. Schließlich haben wir schon wieder was anderes gefunden. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Die Musik, die Atmosphäre. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig. Also mir gefällt's. Final Fantasy darf auch mal, weiß ich nicht. Ich finde, das Spiel lebt von der Atmosphäre, dass man sich auch mal Zeit nimmt, dass man sich Zeit nimmt zu kämpfen, die Charaktere und die Welt kennenzulernen und nicht so schnell halt durchspielen. Wie bei anderen Spielen, wo man halt auch schnell durchkommen will. Das habe ich bei Final Fantasy eigentlich selten, dass ich so ganz schnell durchkommen will. Klar, die Spiele sind ziemlich groß und man muss auch mal weiterkommen und vorankommen, aber ich finde die meistens eigentlich sehr, sehr schön, die Spiele. So, weiß ich nicht. Man kann da drinnen halt so richtig verweilen und sich Zeit nehmen. Man kann eigentlich auch nur Final Fantasy spielen, was man natürlich nicht will, weil es gibt noch so viele tolle andere Spiele. Und hier sind wir wieder beim Eiskontinent, aber ich glaube, das ist der, den wir am Anfang gefunden hatten. Das ist nämlich ein anderer. Ich werde jetzt hier mal... Du gehst hier runter. Genau. Und dann können wir nämlich hier aussteigen, aber wir können hier leider nichts machen, ne? Doof. Und er ist immer noch angeschlagen. Was mache ich denn mit ihm? Er ist dem Tod geweiht. Wir können ihn nur später wiederbeleben. Ich denke, der wird jetzt einfach immer mehr Energie verlieren. Total blöd. Und wir kommen hier nicht weg. Ja, Leute, ich werde wohl nochmal den Wassertempel aufsuchen und da dann das Item benutzen, weil was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Vorsichtshalber gucke ich aber nochmal, ob man hier noch mehr findet und ob das wirklich unser Zielort ist. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von Final Fantasy 3. Bis dann!